Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir betrachten jetzt das zweite sehr wichtige Pattern, was Sie auf jeden Fall können müssen, wenn Sie sich mit asynchroner Middleware auseinandersetzen. Und das ist das Publisher-Subscriber-Pattern. Der große Vorteil von dem Pattern ist, Sie können irgendeine Informationsquelle haben, den Publisher. Und der stellt Informationen bereit in Form von Nachrichten. Und Sie haben eine beliebig große Menge an Subscribern, die diese Informationen, also Nachrichten, erhalten können. Und das Spannende an dem Pattern ist, dass die Middleware sich um die Nachrichtenzustellung kümmert, also dass der Publisher seine Subscriber nicht kennt und dass wir beliebig viele Subscriber anmelden können. Also ähnlich wie so ein asynchrones Observer-Pattern. Und darum soll es in diesem Video gehen. Ich habe ein Modell, wo ich ein oder wenige Sender habe, aber möglicherweise sehr viele Empfänger. Und die Sender schicken ihre Nachricht quasi an irgendeine gemeinsame Datenstruktur. Das ist, wenn sie AMQP machen, also RabbitMQ vor allem, ist das ein Fan-Out-Exchange. Damit läuft auch das Beispiel. In früheren Versionen der Vorlesung verteilte Verarbeitung haben wir immer den Java Messaging Service verwendet und da hieß das gleiche Ding Topic, das war eigentlich eine besondere Form von der Queue. Viele Empfänger können sich jetzt bei der Queue in AMQP anmelden. Das ist ein ziemliches ein bisschen gebastelt, weil RabbitMQ sozusagen für jeden Empfänger eine eigene Queue erzeugt, sehen Sie aber gleich im Code. Oder die melden sich einfach im Topic an. Das kann man jetzt bei Java Message Service. Wichtig an der Stelle ist, im Gegensatz zu dem Beispiel im vorherigen Video, ist es so, dass alle Empfänger alle Nachrichten erhalten. Das heißt, dieser Nachrichtenkonsum wird sozusagen, es ist also nicht verbrauchend aus dem Exchange, weil jeder Empfänger sozusagen eine eigene Queue hat und er liest höchstens verbrauchend aus dieser Queue heraus. Bei AMQP, aber im Topic werden die Nachrichten nicht verbraucht. Sondern die werden dann entfernt, wenn sagen alle angemeldeten Empfänger die Nachricht erhalten haben. Wichtig an der Stelle ist noch, die Na Empfänger müssen aber online sein. Also wenn die abgestürzt sind, dann empfangen die sich die Nachrichten nicht mehr. Wenn man das möchte, muss man wieder Vorkehrungen treffen, wie mit dem in JMS wären das Durable Subscriber. In AMQP ist das wahrscheinlich ein bisschen gebastelt mit dem Acknowledge. Aber beides kriegt man natürlich hin, wenn man möchte. Und das Spannende jetzt ist, dass der Sender sozusagen Informationen bereitstellen kann und er kann beliebig viele Empfänger haben und der Sender kennt aber die Empfänger nicht, sondern sozusagen das Management der ganzen Empfänger macht dann sozusagen dieses Fan-Out-Exchange oder wahlweise das Topic, je nachdem, mit welcher Infrastruktur sie sind. Das Ganze verhält sich so, das sollten Sie sich vielleicht merken, wie das Observer-Pattern. Im Grunde ist Publisher-Subscriber so eine asynchrone Form des Observer-Patterns. In AMQP ist das Ganze wie folgt dargestellt. Sie haben also einen Message-Producer, den zeige ich Ihnen auch gleich im Source-Code. Der schickt an ein Fan-Out-Exchange. Dieses Fan-Out-Exchange sorgt dafür, dass einfach alle Queues, die sich an das Ding gebunden haben, die Nachricht erhalten und jeder Consumer kann dann seine Nachricht aus seiner Queue rauslesen. So, und das zeige ich Ihnen jetzt ganz kurz im Source Code. Das heißt, wir gehen wieder ins IntelliJ. Ich habe jetzt hier einen Publisher gebaut, wieder, der verbindet sich wieder auf die VirtualBox mit einem darauf laufenden Docker-Container. Und der spannende Teil ist jetzt hier die Stelle. Also das ist sozusagen der einzige Unterschied zu dem Code aus dem letzten Video. Wir melden uns hier bei einem Exchange an. Der Exchange heißt LogChange. Braucht man nachher nochmal für ein zweites Beispiel. Und das ist eigentlich die wichtigste Stelle. Wir sagen jetzt hier, das Exchange soll ein Fan-Out-Exchange sein. Alternative wäre noch Direct Exchange oder Topic Exchange. Topic ist aber ein bisschen was anderes wie in JMS. Deswegen lasse ich das Thema mal ganz weg, um keine Verwirrung zu stiften. Also wir sagen hier Fan-Out geht sozusagen an verschiedenste Queues und sonst schickt er dann einfach seine Nachrichten an das Exchange ohne besonderen weiteren Einstellungen. Das heißt, wenn wir den mal starten, der schickt also alle Sekunde eine Mail, alle Sekunde eine Nachricht, müsste eigentlich nichts Besonderes passieren. So. Also, schickt an den Exchange, das Log Exchange. Schauen wir uns das mal kurz an. Wir brauchen das Exchange, das heißt, hier müsste ein Log Exchange sein. Sie sehen, der merkt auch hier den Datenanstieg. Wir haben aber bisher noch keine Queues, die mit dem Log Exchange verbunden werden.
Bindings ist noch nichts da. So, und das spannende Teil ist jetzt aus dem Programmierbeispiel von den Autoren von RabbitMQ, dass man jetzt die Queues dynamisch erzeugt in den entsprechenden Clients. Dazu zeige ich Ihnen den Subscriber-Code. Subscriber-Code. So, und was machen wir da? Wir melden uns wieder bei dem Log-Exchange an und erzeugen uns jetzt eine Queue, die sozusagen einen intern erzeugten Namen bekommt. Also das Ding kriegt von uns keinen Namen. Und die Queue kleben wir an den Exchange dran. Allerdings ohne Routing Key. Ne? Also das heißt, alle Nachrichten werden einfach weitergeleitet, ohne dass er sich noch um den Routing Key kümmert. Das heißt hier, also wenn er durch diese Zeit durch ist, dann haben wir sozusagen diese verschiedenen Konsumenten dran mit und jeder kriegt seine eigene Queue und die Queue ist sozusagen automatisch erzeugt. Und wir melden dann an die Queue, die wir gerade erzeugt haben, dieses Delivery Callback an. Der empfängt aber einfach auch nur Nachrichten, ist also nicht weiter spannend. Und hier ist dann sozusagen das Konsumieren der Nachrichten angemeldet mit unserem Delivery Callback. Also es wird immer aufgerufen, wenn eine neue Nachricht kommt. Wir machen Auto-Acknowledge, dass wir jetzt hier keinen Zinnober machen müssen. Und wir haben hier dann entsprechend die Queue, die wir hier oben erzeugt haben. Starten wir das Ganze mal. Vielleicht ganz kurz noch der Publisher, wenn wir uns jetzt das Ding mal anschauen. Der Publisher läuft jetzt ja schon eine ganze Weile. Sie sehen das hier vielleicht auch. Da ist also eine ganze Menge Zeug durchgelaufen. Die Nachrichten sind aber alle im Universum verhallt. Das hätte ich Ihnen eigentlich gerne hier gezeigt. Ah, da genau. Jetzt habe ich es aufgeblendet. Genau, der hat also jetzt hier schon 127 Nachrichten erzeugt. Vielleicht sehen Sie das hier. 330. Und jetzt habe ich aber noch keinen Subscriber gestartet. Wenn ich jetzt den Subscriber starte, Run Subscriber. Vielleicht starten wir nochmal. Dann lassen wir mal den einen laufen. Schauen wir mal, was der so macht. Sie sehen, der steigt jetzt ein ab Nachricht 156. Und wenn ich jetzt noch einen zweiten Subscriber starte, nochmal einen dritten, macht mir Spaß. Dann sehen Sie, was jetzt hier eigentlich sichtbar sein sollte, ist die Subscriber. Was er denn? Der, den ich gerade gezeigt hatte. Genau, also der eine Subscriber ist bei Nachricht 156 eingestiegen. Der nächste steigt jetzt ein bei, also das ist der Publisher, sorry. Ah, immerhin. Genau, der nächste Subscriber ist bei Nachricht 201 eingestiegen und kriegt die weiter. Wobei der erste die 201 auch erhalten hat. Das wollte ich Ihnen noch kurz zeigen. Sie sehen hier auch, der hat die 201 gekriegt. Und vielleicht ist der dritte inzwischen auch soweit. Auch der ist irgendwo bei Nachricht 202 eingestiegen. Das ist das, was ich zeigen konnte. Alle Subscriber haben dieselben Nachrichten erhalten. Und sie kriegen die Nachrichten nur dann, wenn sie online sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen von denen abschieße und wieder neu starte, sind die Nachrichten für den natürlich dann entsprechend erst dann verfügbar, ab dem Zeitpunkt, wo er online ist. So, und hier der Witz der Konstruktion ist folgender. Hier wird sozusagen für jeden Subscriber automatisch eine Queue erzeugt und er bindet die dann an den Exchange. Das kann man hier auch darstellen, hoffe ich. Wir haben hier die Queues. Und Sie sehen hier, da sind so noch zwei Queues laufend. Das heißt, die sind automatisch erzeugt worden, gerade von meinem Source Code. AMQGenRüdelbrümpf. Und da hängt jetzt jeweils der eine Client dran und an dem AMDingsRüdelbrümpf hängt der zweite dran. Ja, zumindest sehen Sie hier, dass unser Exchange tatsächlich an diese beiden laufenden Queues gebunden ist. Was ich Ihnen hiermit zeigen wollte, war im Grunde das Publisher-Subscriber-Pattern. Das verwenden Sie immer dann, wenn Sie irgendwo Informationen haben, die entstehen im Betrieb, in Ihrer Firma und wo Sie eine unbekannte Menge an Konsumenten haben, die sich für diese Informationen interessieren. Also genauso wie Sie synchron Observer-Pattern bauen würden, bauen Sie hier asynchron ein Publisher-Subscriber-Pattern. Das ist inzwischen sogar tief in Java integriert. Seit Java 9 gibt es in Java in den Concurrent-Paketen Publisher-Subscriber-Framework. Auch das haben einige von Ihnen schon in der ersten Aufgabe verwendet. Hier ist nochmal die große asynchrone Variante. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher. Weiter geht es gleich mit einem kurzen Video zum Thema Routing.